Staatsanwalt, hört zu, wenn die kleinen Nazis singen, lässt ihm das keine Ruhe. Lalelu, alle Büttel hören zu, wenn die vermaledeiten Nazis singen, kommen sie nicht mehr zur Ruhe. Jetzt kommen Sie mal ganz dicht, vielleicht können Sie dann was riechen von diesem traumhaften Duft der Zillertaler Spezialitäten. Was gibt's heute, Hannes? Also kannst du uns bitte diese Zillertaler Spezialitäten kurz erklären? Ja, wir bieten heute drei typische Zillertaler Spezialitäten, die allen ihren Ursprung in der bäuerlichen Küche haben. Wir haben hier die Zillertaler Krapfen. Die stehen aus dem Krapfenbratl mit Roggenmehl und Wasser, der Krapfenfülle mit Erdäpfel, Salz, Topfen, Graukas, weiters die Zillertaler Ofenleber, ein Bestandteil des Zillertaler Festmenüs, das gern zu Hochzeiten gegessen wird. Und dann noch das Zillertaler Berglamm, servieren wir mit Bärlauchpüree. Also eines steht fest, ich esse auf jeden Fall die Zillertaler Krapfen, weil das ist meine Leibspeise. Friedel, was suchst du aus? Lalelu, auch der Staatsanwalt hört zu, wenn die kleinen Nazis singen, lässt ihm das keine Ruhe. Lalelu, alle Büttel hören zu, wenn die vermaledeiten Nazis singen, kommen sie nicht mehr zur Ruhe. Nun lauschet den Klängen, oh, welch Ohrenschmaus! Sucht euch aus den Liedern die allerschönsten heraus. Lalelu, auch der Staatsanwalt hört zu, wenn die kleinen Nazis singen, lässt ihm das keine Ruhe. Lalelu, alle Büttel hören zu, wenn die vermaledeiten Nazis singen, kommen sie nicht mehr zur Ruhe. Vielleicht sehen wir uns ja demnächst persönlich hier im Zillertal. Danke, bis bald und alles Gute. Es singt jetzt das Zillertaler Trio aus Bayerhofen. Sie halten sich für die Klügsten der Welt. Oh, wie sind sie klug. Erlaubt es dir nur, was ihnen gefällt, welch ein Volksbetrug. Obwohl es doch angeblich eine Meinungsfreiheit gibt, rümpfen sie darüber nur die Nase. Eure Verbote sind für'n Arsch. Grüße aus dem Zillertal. Wir lassen uns das Singen nicht verbieten. Wir singen beim Bier und singen beim Wein und wir finden schön. Ein Lied nach dem anderen fällt uns dann ein, weil wir zu Deutschland stehen. Kameraden auf den Tischen noch ein Tralalala, für den Staatsanwalt noch eine Bolognese. Bitte des Meinungseinheitspreis sollen doch zum Deibel gehen. Verbieten, schon gar
Volkspolizei. Die Heimatliebe muss der Mensch behüten. Deutsche Schlager gegen Tyrannei. Ein bisschen Schinger, Sassa und Bumsala. Wird es auch in Zukunft von uns geben. Wir lassen uns das Singen nicht verbieten. Das Singen nicht und auch die Fröhlichkeit. Wir lassen uns das Singen nicht verbieten. Schon gar nicht von der Stadt.